Ich freue mich, heute hier Lena zu begrüßen. Lena war ein Jahr in Guatemala. Lena, was hast du dort genau gemacht? Ja, ich war da auf einem christlichen Campus, durfte da mit einem Augenarzt zusammenarbeiten. Und zwar habe ich gelernt, assistieren, also OPs assistieren, und genau, durfte das halt machen. Und wie kann ich mir das vorstellen? Wie genau habt ihr dann auf diesem Missionsfeld Augen-OPs mit Evangelisieren zum Beispiel verbunden? Der Augenarzt macht die ganzen OPs an den Patienten, und am nächsten Morgen wird der Verband abgenommen und dann auch das Evangelium verkündigt. Ne? Also er sagt dann auch, dass er nur ein Werkzeug da ist, und er kann, Gott hat ihm die Gabe gegeben, die OPs zu machen, sodass die Menschen wieder sehen können, also das Licht geben. Aber Gott möchte deren Herzen haben, und dafür ist Jesus gestorben, und das ist halt eigentlich das Wichtigste, weshalb wir da sind. Ne? Also, wow. Du hast ja vorher ganz normal in Deutschland gelebt, du hattest deinen Job, dein Leben hier, und hast dich dann entschieden, einfach alles aufzugeben und bist dann nach Guatemala gegangen. Hast dann aber in Guatemala nochmal gemerkt, dass es nicht ganz nur bei diesem einen Jahr bleibt. Was war da genau? Also ich habe einfach gemerkt, wo ich mit den Menschen gearbeitet habe, wo ich in einem Dorf gelebt habe, wo es kein fließendes Wasser gibt, wo einfach die Armut so hoch ist, wo Gott mir einfach so einen Gedanke gegeben hat oder einfach gezeigt hat, dass ich selbst in dieser Armut länger leben kann, um ihm zu dienen. Und das hat mich einfach wirklich so angesprochen, wo ich gemerkt habe, okay, Gott, ich bin bereit, auch hier zu dienen. Das heißt also für dich, dass du wieder zurückgehen möchtest? Und was sind jetzt deine konkreten Next Steps dafür? Ja, wir sind jetzt dabei, mit GA ein Netzwerk vor Ort aufzubauen und einen Trägerkreis hier aufzubauen, um die Arbeit zu finanzieren. Vielen, vielen Dank, Lena. Und wenn dich diese Geschichte genauso begeistert hat und du Lena gerne mit unterstützen möchtest, dann schau auf unserer Homepage vorbei und kontaktiere uns.